Der Acetatklemmer. Ein Nachbau eines ursprünglich aus dem Schildpatt einer Schildkröte, also der Panzer einer Schildkröte gefertigter Klemmer. Heute fertigen wir diesen Klemmer mit Plattenacetat. Das ist also ein Baumwollacetat, das also die Maserung einer Schildkrötenpanzerung nachempfunden wird. Wird dann entsprechend rausgearbeitet, rausgesägt, gefeilt, gefräst. Die Einfassung ist dann verbunden mit einer Federstahlbrücke, die ein angenehmes Klemmen auf der Nase ermöglicht. Noch zusätzlich durch entsprechende Riefung das Verrutschen nochmal weitgehend verhindert. Das Schöne an diesem Acetatklemmer ist unter anderem auch die Möglichkeit, ihn hier hinter diese Niete zu klemmen und also auf schönen kleinen Raum dann auch verstauen zu können. Dazu gibt es einmal solche schöne kleine Etuis, das ist ein antikes Lederetui mit einer Maserung eines zusammengefalteten Klemmers oder ein original antikes Pappetui, das also den Klemmer auch auf eine schöne Art und Weise aufnimmt und guten und festen Halt bietet. Also ein sehr angenehm zu tragendes Requisit. Das Aufsetzen eines Klemmers ist relativ unspektakulär und einfach. Es wird einfach hier vorne hingeklemmt. Er hält also da wirklich an den verschiedenen Stellen durch diese schöne Federspannung ideal. Diese kleine Schlaufe, die hier noch befindet, ist dann geeignet, um ein Sicherheitsband noch zu befestigen für den Fall der Fälle, dass es dann mal runterfällt. Aber er hat also einen hervorragenden Halt, dieser Klemmer.